Wenn ich das machen will, was ich machen will, hört sich komisch an, ist es auch. Also sollte ich meinen Plan tatsächlich in die Tat umsetzen, den ich soeben gerade verwegenerweise für mich entdeckt habe, hört auf hier rumzutrappeln, ihr Viecher. Wenn ich diesen Plan umsetze, was, dann mache ich das doch schon. Das ist mal unschön. Och. Warte. Ja. Na super. Digga, das geht mal gar nicht. Ich muss mal. Ja, eigentlich wäre es gut, die Treppen zumindest einspurig an der Oberkante auch mal fertig zu machen, damit ich weiß, wenn ich sozusagen unter der Lava bin. Hört sich komisch an, ist es auch. Weißt du? Kann man durchaus mitnehmen. So. Oh, mein Bauch knurrt. Was mich daran erinnert, dass ich mir eigentlich einen Kaffee eingießen sollte. Ich muss mir vielleicht nachher noch zwischendurch einen Tee machen. Weil wie gesagt, ich hatte da noch von gestern Tee übrig und die Teekanne, die ich habe, die gute Emser. Ja, ich mache mal wieder Werbung für etwas, was ich gut finde. Emser-Kannen sind wirklich der Hammer. Die Referenz unter den Thermoskannen, finde ich. Liebe Firma Emser, falls einer von euren Repräsentanten das hier sieht und denkt so von wegen, ach ja, da sagen wir mal danke. Ja, PayPal-Adresse ist in der Videobeschreibung. Bin auch offen für Sponsorverträge, aber niemand will mich sponsern. Nein, niemand. Ist mal was, Kollege. Ist nicht unbedingt nötig, aber nice to have. So, und ihr werdet sowas von erstaunt sein, wenn ihr seht, was ich vorhabe. Also, das, was ich jetzt hier gemacht habe, ist noch gar nichts dagegen. I have a dream, ja. In der Tat. Nee, ich wollte ja eigentlich, zumindest einspurig hier oben die Oberkante schon mal vorskizzieren. Cookie. So, vorsichtig. Das ist das Gegenteil von vorsichtig, ne? Also, da einfach mal mit der Hocheffizienz-Spitzhacke, weißt du? Die geht mal nach innen. So, und jetzt da noch einen. Also mit der bisherigen Aufnahmesitzung bin ich sehr zufrieden. Wir haben jetzt erst 2 Stunden und oh, ist ja schon wieder eine Folge. Wir haben jetzt erst 2 Stunden am Start. Ich weiß, ich sage immer von wegen, ich weiß nicht, ob heute die vollständige Sitzungslänge, aber heute kann ich ganz klar sagen, ich habe Bock heute Überlänge zu machen. Oh yeah. Oh yeah. Ah, fuck. So. Und jetzt niete ich da oben einen dran. Das Geplupse hier macht mich nervös. Kannst du verstehen, warum? Ja, und es ist tatsächlich so, also... Uiuiui. Ich fühle das halt wirklich, dieses Spiel. Also, verstehst du, was ich meine? Also, das ist mehr als einfach nur Klötzchenspiel. Und ich sag ja, dieses Spiel ist so imstande, bei mir verschiedenste Ängste
zu triggern. Das ist mich wirklich schon sehr verwundert. So. Ausgerechnet jetzt verabschiedet sich hier das Mauspad. Ja, und ich glaube, ich mache das mit dem doppelseitigen Klebeband. Das kann man ja wieder entfernen. Ich mag nicht von der Schleichentaste runtergehen. Vor allen Dingen, weil hier diese Strider herumlatschen und die könnten einen ja auch mal ganz gerne schubsen, ne? Ich weiß nicht, ob die das machen. Das wäre dann aber ihr letzter Schubs. Das würde ich ihnen wirklich übel nehmen. Uiuiui. Man kann also doch noch seitlich von Treppen runterschleichen, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Gar nicht lustig. Nein. Oh. Psch, nö. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, ist ein ziemlich ebenmäßiges Teil. Also die ganze Zeit 9 Blöcke tief. Ich gehe mal lieber in die Mitte. Ich traue diesen Strider-Viechern nicht. Bleib weg! Jetzt ist es erst recht panisch und wird mich... Aha. Du hast eine gewisse Todessehnsucht, ne? Ja, ich weiß, die Viecher sind niedlich und so weiter und so fort, aber ich will sie halt nicht um mich rum haben, während ich hier wow, Bauchknurrt ganz doll. Entschuldigung, wenn ihr das hören müsst. Aber bisher hat sich da auch noch niemand beschwert. Bisher. So, intens, meine Freunde, intens. Ja, und ich grab das hier schon mal weg, damit erstens mal wir Material haben und ich zweitens mal sehen kann, wie viel wir hier eigentlich noch machen. Alter, nö, ne? So, zack. Schön zurückbleiben, bitte. Ja, das Problem ist jetzt, wenn ich da jetzt reingrabe, dann sackt natürlich der Kram von oben durch, ne? Ist klar. Ich mache jetzt mal so. Also natürlich nimmt, das kennen wir aus anderen früheren Lavaspielereien, natürlich nimmt die Anzahl Gravelblöcke jetzt ganz gewaltig ab, weil wir jetzt auch daraus Flint bekommen. Ja, das ist natürlich Scheiße, ne? Ja. Es wird nicht einfach. Warte mal. Würdest du bitte das vernünftig machen? Honk. Ich weiß, du bist nervös, aber das ist keine Entschuldigung für Versagen. Das ist jetzt mal gar nicht gut.
Gar nicht gut. Ja, ich rede momentan mal wieder überhaupt nicht so viel, aber ihr seht ja, was hier passiert. Es wird Geschichte geschrieben. Vielleicht eine traurige. Ah, nicht doch. Okay, das geht weg. Fuck. Warum sind diese Klötze überhaupt im Schlott? Die haben da nichts verloren. Warte mal. Mach die mal weg. Mach mal alles raus da. Nicht, dass du noch irgendwie den Bogen da reinwirfst. Boah, wie das hier blubbert, Digga. Aber ihr seht, mit einer gewissen Disziplin bekommt man das auch alles hin irgendwie. So. Und irgendwann werden wir am Boden dieser Lava sein und dann ist da hoffentlich kein Grundgestein. Aber wo sind wir eigentlich? Moment. 26. Ja, wir müssen noch 20 nach unten. Also, sprach Hunkatustra, haben wir eine gute Möglichkeit. Dass es auf dem Boden dieses Teils noch ein paar Blöcke Netherrack gibt. Wird. Es wird. Ja, und der da. So. Und wenn ich jetzt nur noch unzusammenhängendes Zeug vor mich hinstammle, dann wundert euch nicht. Momentan habe ich mal wieder gerade Nervenanspannung der Sonderklasse. Ja, immer noch nicht fertig hier, meine Güte. Ja, 9 Blöcke. Wir müssen 9 Blöcke runter. Aber ich will jetzt auch nicht zählen. Das ist ja. Wir werden ja sehen, wenn wir unten sind. Ach. Ja. Ja, wie ich das da mache. Keine Ahnung. Es wird alles so kommen, wie es halt kommt. Ach, was du nicht sagst. So, so schön vorsichtig, dann kann ich mich natürlich hier auch runtergraben. Nur nicht falsch graben. Hier könnte es durchaus gefährlich sein, den falschen Klotz. Oh, wir sind unten, guck mal. Also tatsächlich noch Netherrack drunter. Du hast mir gar nicht gefehlt. Kackwurst. Entschuldigung. Aber es muss mir erlaubt sein zu fluchen, wenn so ein Scheiß hier passiert, ne? So, ich hoffe mal wirklich, dass ich richtig liege mit der Annahme, dass hier unten kein Gas reinpasst. Aber ich denke mal. Ja, pass auf. Gleich. Oh, Bauch, hör auf zu grummeln. Das ist ja schrecklich. Immer noch 9 tief. Also es ist ziemlich einförmig, dieser Lavasee oder Lava-Ozean. Schon ziemlich groß, das Teil. That's what she said. Ich darf das. Vor allen Dingen gerade jetzt. Blödsinn reden. Entlastet. Also entspannt.
Deswegen lasst mir mein Blödsinn reden. Dann bin ich umso besser am Start für euch. Nicht in die Grube stellen. Vorsichtig. Gut. Heute ist das Mauspad aber besonders wanderlustig. Ach, jetzt ist mir der Game Controller runtergefallen. Ja, der lag da vorne auf dem Haupttisch. Ja, wenn ich hier eines Tages mal alles irgendwie halbwegs aufgeräumt kriege, dann kann ich euch auch mal gerne zeigen, wie das hier aussieht. Wann wird das wohl passieren? Vielleicht nie. Vielleicht eines Tages. Also, so, jetzt schreibt in die Kommentare, was glaubt ihr, werden wir den einspurigen Weg hier zumindest hinkriegen mit dem Gravel, den wir noch auf Tasche haben? Oder ist das illusorisch? Hä? Ach, Batz. Hab da was vergessen. So, ja. Ja, das war's dann mal mit den Treppen. Alter, was eine Materialschlacht hier. Nö, passiert nicht. Okay. Das ist schön. Danke, dass das nicht passiert. Ich glaube, wir brauchen durchaus einen 64er. Kann das sein? Also ein 64er Stack. Das ist wichtig, dass das klargestellt ist. So, ich würde gerne Folgendes tun. Also einfach mal so als Versprechen an die große und mächtige, durch nichts zu übertreffende Zukunft. Ah ja, kann man durchaus noch machen hier. Ja, das ist ein guter Schutz gegen vielleicht von der Seite hereinblickende Ghasts. Also hier werde ich auf jeden Fall Fenster dann auch reinmachen. Oh gut. Halt. Das wollte ich gerade nicht. Ja, hier könnte man auch mal ganz leicht runterschleichen. Also generell scheint es nicht möglich zu sein, an der Seite von Treppen runter zu schleichen. Scheint so ein... Ja, gleich Batsch. Wobei, hier fallen wir nicht so tief wie letztes Mal. Letztes Mal hat es uns ja da unten zerlegt, da wo der Gravelstift ist. Den Gravelstift könnten wir eigentlich auch abgraben, um Auffüllmaterial zu kriegen. Und auch den Sand hier hinten könnten wir abgraben. Das werde ich vielleicht sogar gleich machen. So, ey yo. Rudi, was ist los, Rudi? Ich habe keine Schaufel dabei. Oh, 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 oh. Kaum will ich sagen, der lässt uns ja erstaunlich lange in Ruhe. Kackviech. Ich gehe da jetzt nicht extra rüber und hole mir dessen mögliche Eingeweide. Ist mir irgendwie ein bisschen blöd. Der war schon ganz schön mutig, der Vogel. Ja, der Gastvogel. Ja, ich hole mir gleich mal eine Schaufel um den Kram. Ah! So.
Ja, ich mache gleich mal eine Pause, denn ich fühle eine leichte Pressur. Und mit vollem Gebläse in der Lava rumzusteigen, ist auch keine gute Idee. Ich müsste eigentlich irgendwoher mal Glas bekommen. Ich muss mir gleich mal, während ich auf dem Porzellanthron bin, anschauen, überlegen, wo wir vielleicht noch Glas hätten. Nö, keine Schaufel vorhanden, aber weißt du was? Das will ja nichts heißen. Dann machen wir uns halt eine. So. Und 9 Pfeilspitzen. Ich habe gedacht, das wären mehr. Ich habe gedacht, da würden mehr zusammenkommen. So. Ja, kann ruhig noch ein bisschen machen, weil Pufferzeit ist derzeit noch nicht ganz am Start. Aha. Immer habe ich gar keine Schaufel gemacht. Ja. So passiert immer mal wieder. Sagte er, um sich zu beruhigen, damit er beim Anschauen nicht in einen Wutanfall ausbricht. Ja, komm. Ja. Ich sage mal, ciao mit T wie Treppe, die da runter geht. Guckt euch das mal an. Ganz tief in den Bauch des Nether. Ich stelle mich mal in eine sichere Ecke und sage ciao mit T wie Treppe, die wir das nächste Mal weiterbauen werden. Ich habe da wirklich Bock drauf. Das ist zwar irgendwie schon ein bisschen masochistisch, kann man sagen, aber macht auch irgendwie Spaß. Also dann bis morgen.